Hey ihr Lieben, ich habe heute wieder einen Kaufland-Haul für euch. Zwar ging mit von Kaufland zu Baguette zum Aufbacken. Und ich habe mir für mich hier Petitfreis mitgenommen. Dann war im Angebot von Valentina hier dieser Saft. Da gingen 3 Stück mit. Dann auch Joghurt mit der Ecke hier von Müller. Einmal Schwarzwälder Kirsch. Dann Schoko-Banane. Nochmal Schwarzwälder Kirsch. Und nochmal Schoko-Banane. Dann vom Metzger hier Wurst zum Festbrot und Brot zum Bäcker. Dann aus diesem reduziert Wühltisch haben wir so Rusti-Sticks mitgenommen. Dann hat sich mein Mann zweimal Haribo mitgenommen. Dann ging noch Bananen mit. Zweimal Sprühsahne. Dann zum Festbrot hier so ein Präsident. Und der Rest ist eigentlich nur noch Eiskaffee. Das hatten wir ja letztens schon mal und mein Mann mochte den Eiskaffee total gern. Und ich war von der Eisschokolade so begeistert. Und deshalb ging die gleich nochmal mit. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Kaufland-Haul. Wir stehen gerade beim Kaufland an der Kasse an. Ganz vorne sind die Kassen. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag und wir waren wieder beim Kaufland. Einmal ging er mit Lauch oder Porree. Das wird, glaube ich, überall ein bisschen anders genannt. Dann ging mit hier eine Packung Kinderpinguin, die sind im Angebot. Dann noch hier eine Packung Früchtetee von Car Classic. 2 Paprika. Dann von Baby Vita hier so ein Baby-Kindersaft. Dann von Hack. Dann habe ich mal hier von Car Classic, die haben ihre eigene glutenfreie Reihe. Und da habe ich mal hier so Fusilli mitgenommen. Dann noch ein Hähnchengeschnetzeltes. Noch normales Schweinegeschnetzeltes. Dann haben wir 3 Tuchmasken mitgenommen und zwar von F Beauty Skincare. Und zwar einmal die Entspannungsmaske mit Lavendel und 2-mal mit Aloe Vera. Dann auch im Angebot Schoketten, da habe ich die mit Latte Macchiato mitgenommen. Dann zum Grillen ging einmal mit von Car Classic, also ganz normale Bratwurst. Und dann haben wir noch mitgenommen so Kerze Bärlauchgriller. Hat sich ganz interessant angehört. Dann hier noch eine Packung normale Spaghetti. Eine Packung Vollmilch und ein Päckchen Butter. Dann ging noch mit hier Ananas in Scheiben für Hawaii-Toast. Dann auch zum Grillen hier so Bauchscheiben. Kaffee möchte die Reiswaffen haben. Und hier 2 Packungen Bockbier Steak. Dann einmal Bananensaft. Wir hatten ja für den Raphael eine lange Zeit Apfelsaft, aber er hat dann so Durchfall davon bekommen. Jetzt sind wir auf Bananensaft umgestiegen. Und
Hier auch nochmal Bananensaft. Dann Kochschinken. Und Grillfackeln. Nochmal Bananensaft. Und dann haben wir noch eine zweite. Zweiten Korb noch. Meine Schwester. Dann ging hier noch eine Banane. Eine Karotte. Soll ich dir das da rausholen? Rafik, gib mir das. Dann war mal wieder im Angebot von Ehrmann das Grand Dessert. Da ging einmal mit Karamell mit. Mein Mann mag das gerne mit Karamell. Dann mit Schoko. Nochmal Schoko. Dann eine Packung Schmand. Und eine Schlagsahne. Raffi zieht hinter mir die Kiste rum. Dann auch im Angebot von Fanny Frisch Salz für Chips mitgenommen. Dann nochmal Schoko-Croix-Dessert. Und der Rest sind eigentlich nur hier Kräuterbaguette und zwar von Meckle. Also auch aktuell im Angebot. Genau, das war es dann auch schon wieder mit dem Kaufland-Haul. So, der Einkauf ist verheult und ich sah irgendwie ein bisschen zerstrubbelt aus. Ja, auf jeden Fall war ich vorhin noch bei meiner Krankenkasse, beziehungsweise meiner alten Krankenkasse, bei der ich eigentlich vorher sonst immer versichert war. Und nachdem ich nachdem bei mir das Elterngeld geendet hat, haben mein Mann und ich beschlossen, dass ich mit dem Raphael zu seiner Krankenkasse wechsle und praktisch bei ihm familienversichert bin. Genau, das haben wir dann auch gemacht. Das war letztes Jahr, im Oktober praktisch, Ende Oktober ungefähr. Und ja, da ging ich dann davon aus, dass ich da jetzt ganz normal familienversichert bin. Und ja, auf jeden Fall kam jetzt eine Rechnung. Und zwar von der Krankenwagenfahrt, die ich hatte vor 2 Wochen, oder das ist schon wieder 3 Wochen her. Seht ihr auch in meinen Vlogs, da habe ich drüber erzählt, was passiert ist. Auf jeden Fall kam da jetzt eine Rechnung davon, irgendwas über 300 Euro für diese Krankenwagenfahrt. Und drunter stand, ja, bitte, also in Handschrift, bitte klären Sie Ihren Versicherungsstatus mit Ihrer Krankenkasse. So dachte ich, hä, was ist jetzt los? Ich hatte denen ja dann meine Krankenkarte gegeben und so weiter. Und vorher war ich ja auch schon mal im Krankenhaus und so, und da war auch nie irgendwas. Ja, auf jeden Fall habe ich dann bei der Krankenkasse angerufen, bei der ich ja eigentlich mit meinem Mann familienversichert bin. Und die meinten, nö, sie sind gar nicht mehr bei uns versichert. Der Versicherungsstatus wurde beendet. Ja, sie klären das. Das war letzte Woche Freitag. Und heute Morgen haben die dann zurückgerufen. Und dann meinte die gute Dame am Telefon, ja, dadurch, dass ich praktisch dann ab November letztes Jahr, wieder Arbeitslosengeld bekommen habe, also Arbeitslosengeld 1 nach dem Elterngeld, haben die vom Arbeitsamt mich automatisch wieder bei meiner alten Krankenkasse als separat versichert, also nicht familienversichert, sondern als separat Versicherte angemeldet. Keine Ahnung, warum die das machen. Ich habe darüber keinerlei Info erhalten, weder vom Arbeitsamt noch dann von der Krankenkasse, also meiner alten, neuen Krankenkasse. Und dann bin ich halt jetzt einmal hingegangen zu der Krankenkassenfiliale und konnte das dann zum Glück klären. Also die haben wohl gedacht, dass wir nur die paar Tage zwischen
dem Ende des Elterngelds und dem Anfang des Arbeitslosengelds, dass wir das nur überbrücken wollten mit der Familienversicherung und dass ich dann automatisch wieder zurück in meine alte Versicherung gehe. Deshalb habe ich die ganze Zeit auch keine Karte mehr bekommen. Also ich habe jetzt die Karte die ganze Zeit gehabt von der Familienversicherung. Und ich habe mich dann auch gewundert, hey, wenn ich wieder zu der alten Versicherung zurück gewechselt wurde, hätte ich doch auch wieder eine Karte bekommen sollen. Auf jeden Fall haben die halt gedacht, ich hätte meine Karte behalten und nur die paar Tage, und wenn nur die paar Tage praktisch in die Familienversicherung mit rein. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich konnte es jetzt klären. Der Raphael und ich, weil der bei mir mitversichert ist, von Anfang an halt gleich durch die Geburt sozusagen, weil mein Mann und ich haben bis zu dem Zeitpunkt, wo der Raphael geboren wurde, noch nicht das geregelt, dass er, also mit Vaterschaftsanerkennung und so weiter und so fort, das wollten wir alles damals noch machen, aber dann kam der Raphael ja früher. Ja, auf jeden Fall kriegen der Raphael und ich jetzt eine neue Krankenkarte. Wir sind jetzt praktisch eigentlich seit November letztes Jahr wieder bei der anderen Krankenkasse versichert. Und die übernehmen auch die Rechnung für den Krankenwagen. Das war ja auch so ein bisschen mein Bedenken, dass die dann irgendwie sagen, nee, keine Ahnung, sie haben dann ja die Krankenkarte von uns eingereicht, was weiß ich. Aber zum Glück, ich muss nur eben, da das war das Deutsche Rote Kreuz, muss ich anrufen, denen Bescheid geben, bei welcher Krankenkasse ich jetzt bin. Und die schicken dann die Rechnung direkt dorthin und dann wird das von denen übernommen. Ja, und man ist halt praktisch, also so hat die von der, mit der ich heute Morgen halt telefoniert habe, von der Familienversicherung, erklärt, sobald man eigenständig was verdient wohl, also bis zum Arbeitslosengeld ist und dann verdient, wird man irgendwie wieder separat als krankenversichert angemeldet und ist dann nicht mehr familienversichert. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber Hauptsache ich bin jetzt wieder normal krankenversichert, gerade mit meiner, ne, wenn man so eine Geschichte mit Herzproblemen und hat, wo immer mal irgendwas sein kann, oder man mal zum Arzt muss oder sowas, oder jetzt die Ende des Monats habe ich ja wieder eine Herzkontrolle. Da ist halt schon wichtig, dass man das, dass die Krankenversicherung stimmt, dass das alles passt. Ja, jetzt bin ich froh, dass das alles geklärt ist. Aber ja, war ein bisschen kompliziert, wie gesagt, weil ich da nicht verstanden habe, dass ich da keinerlei Info weder vom Arbeitsamt noch von der Krankenkasse über den Wechsel bekommen habe. Ja, so viel mal. Nur dazu, zu den kleinen Turbulenzen des Alltags.